Von dem rechten. Fach! Fach! Von hinten anfangen. Jawohl, das ist gut. Klasse. Sehr. Jawohl. Wenn ich hier auch jetzt ein Pferdchen los sah, will er in die Richtung, da mache ich. Okay. Mit Blinker. Alle klar? Nochmal zwei Runden. Los! Dreh, Wurf. Jawohl. Nochmal. Und Schritt zurück, Wurf. Und hol dir den nächsten Ball ab. Und zurück, drehen, Wurf. Und hol dir den nächsten Ball ab. Drehen, Wurf. Hol dir den nächsten Ball ab. Drehen, Wurf. Hol dir den nächsten Ball ab. Drehen, Wurf. Boah, das macht er super jetzt. Klasse. Genau so sieht's aus. Ne? Und los. Schritt nach vorne. Und zack. Und wieder zurück. Super. Sehen Sie, dass ich so ganz tief stehe und versuche ihn so richtig zu bewegen. Jawohl, klasse. Komm, Max. Komm, Max. Ups, nicht gefangen. Normal, dann hebe ich ihn auf. Und, jawohl, oben. Und nochmal oben. Ja. Nochmal oben. Klasse. Und wenn er so 10 Mal hat, und dann bin ich dran. Ne? Ich zeige das jetzt nicht, weil ich das nicht so probiere. Alles klar? Versucht mal erstmal ganz weich mit der Hand zu schlagen. So ganz weich, als ob ich jemanden so streichle oder was wegschiebe. Das ist nicht so patsch, 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 patsch wie beim Raketenschlag. Ne? Dann fliegt der Ball nämlich quer durch die Halle. So, und so ganz. Und das heißt, jetzt kommen wir mal zusammen. Das machen wir hier so zwischen uns, ganz weich. Zeitgleich zurückdrehen, Wurf mit Schritt nach hinten und dann versuche ich, Christophs Ball zu fangen und Christoph versucht, meinen zu fangen. Und los. Sehr stark lang. Beide zeitgleich, einen kleinen Schritt, strecken beide den Arm und dann nehme ich dir den Ball raus. Beide zusammen und Schritt und Rück. Zu der Seite wollen wir mit dem Krokodil das machen. Aber keiner, zu der Seite, Schritt, Rück. Nach hier, Schritt, Rück. Okay? Schritt und Schritt. Und Schritt. Und Schritt.